Dankeschön für den ersten Gerbersdorfer Musikverein. Danke. So, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem 5. Oberlitzer Adventmarkt. Ein recht herzliches Grüß Gott. Danke fürs zahlreiche Erscheinen. Wir sind beim Start und das Wochenende für unseren Adventmarkt für Familie, Kinder. Und einen recht großen Dank, was ich schon gesehen habe, auch an die ganzen Standbetreiber. Also der Markt schaut wieder wunderbar aus. Wir haben ein sehr tolles Angebot, alles preisgefächert. Ich möchte mich euch herzlich bedanken und einen riesengroßen Applaus für unsere Standbetreiber, weil ohne euch ist dieser Markt nicht möglich. Danke. An den ersten Gerersdorfer Musikverein. Es ist wirklich wichtig zu erwähnen, es geht was weiter bei uns in der Musik mit der neuen Musikschule. Das Konzert am 14. Dezember ist wirklich das erste gemeinsame Konzert mit Musikschule und mit euch. Ich bedanke mich für die Kooperation. Bitte macht in diesem Sinne weiter. Das tut unserer Gemeinde gut und das ist jetzt euer Applaus für den ersten Gerersdorfer Musikverein. Und damit ist der 5. Oberlisser Adventmarkt eröffnet. Bravo! Bravo. So, der Vizebürgermeister, was ist das Gutes? Ein leckerer Eierlikörpunsch. Nein, den trinkt man nicht. Also, der Stadtrat Nobach will auch einen Eierlikörpunsch haben, offensichtlich. Tolle Sache. Das ja, ganz tolle Sache, vor allem ganz toll, dass wir zum fünften Mal diesen Weihnachtsmarkt haben und vor allem in jedem Ortsteil einen Weihnachtsmarkt. Das ist, glaube ich, einzigartig. Wunderbar, ja, genau. Sogar ganz sicher. Da wünsche ich noch viel Spaß. Dankeschön. Eine tolle Sache, der Oberlisser Adventmarkt zum 5. Mal mittlerweile. Das ist eine Aufwertung von der Gemeinde und solche Sachen. Jetzt trinke ich als erstes einmal einen Punsch. Das ist das Allerwichtigste beim Adventmarkt. Das ist jetzt mittlerweile schon der 5. den der Verein Volksheim, das ganze Team, veranstaltet. Und ich muss sagen, er ist super. Und ich hoffe, dass er genauso gut weitergeht. Und es warten noch einige Adventmärkte jetzt in Gerersdorf auf uns, ne? 5 Ortsteile, 5 Adventsmärkte. Es geht heute weiter mit dem Adventsmarkt in der Oberlisse vor der Kirche. Das ist quasi eine Ergänzung zu diesem Adventmarkt vor dem Volksbildungshaus. Und wir werden kommendes Wochenende im Rathaus, Garten und vor dem Rathaus den Gerersdorfer Adventmarkt haben. Und dann geht es weiter in Seiring am 8. Dezember. Und wir haben dann auch in Kapellerfeld und in Fernhain einen Adventmarkt. Also fahrt wieder in Gerersdorf sicher nicht? Nein, uns wird sicher nicht fahrt. Und ich muss vorsichtig sein, dass ich nur einen Bürgermeisterpunsch trinke, weil da ist kein Alkohol drinnen. Dann sage ich schon danke. So, wir sind da bei einem besonderen Stand, das ist der Stand vom Jugend am Werk.
Wer Jugend am Werk nicht kennt, das werden zwar nicht viele sein, aber was ist Jugend am Werk? Jugend am Werk ist für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die dort eine Werkstätte haben, um zum Beispiel auch Sachen herzustellen, zu produzieren und begleitet werden im Leben. Und diese Sachen sind alle von den Leuten von Jugend am Werk? Ja, es ist von Jugend am Werk, ist selber gebasteltes und finde ich das super, ist total individuell. Und wenn man auch hier was kauft, tut man auch gleichzeitig was Gutes. Das kommt natürlich dann wieder Jugend am Werk zugute. Ja, genau so ist es. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Gerne. So, wir haben da ganz einen interessanten Stand. Was ist das alles Schönes da? Ja, wir haben sie gedacht, wir machen mal eine alternative Heizung. Wir haben sie gedacht, wir schnappen meine Oldschool-Geschichte wieder neu auf. Ich habe das noch von meiner Urgroßmutter mitbekommen und von meiner Oma noch mitbekommen. Die hat damals den Hühnerstall mit einem Teelichtofen beheizt und eben auch die Gewächshäuser mit Teelichtöfen beheizt. So ein Ort wie ein Kältewächter. Und haben sie geglaubt, na, warum für ein Gewächshaus oder fürs Hühnerstall kann man ja für ein Hausgebrauch auch hernehmen, somit die Heizkosten reduzieren, ein schönes Licht haben, unter Dekoration haben. Und zum vierten Teil haben wir sogar noch ein bisschen einen Schutz, wenn man Haustiere oder Kinder hat, weil die Kinder sind im offenen Licht eben nicht weh da. Ist klar. Ja. Schaut recht spaßig aus, schaut Dings aus. Und wird es wirklich ziemlich warm, oder? Ja, man kann es angreifen. Außen kriegt der Topf ungefähr 70 bis 80 Grad und der Innentopf aber bis zu 120. Trotz allem ist es eine trockene Hitze. Man kann es angreifen, weil es eine trockene Hitze ist. Ist einfach gut für die Hände, wenn du es auf den Couchtisch zum Beispiel hinstößt, wenn du Besuch hast, dass einfach ein wenig Wärme abgestreut wird. Und schaut ihr gemütlich aus? Voll, ich bin da. Danke. Dankeschön. Oh doch, das ist alles Hinterglasmalerei. Ja, wird mit Lacken produziert. Und halt derweil einmal schwarz-weiß, das ist so ein bisschen eine Klavierlackoptik, also was sehr Edles und Gefälliges. Und die anderen Töne, da habe ich mich prinzipiell für warme Farbmischungen entschieden. Und das sind die zwei Stile, die ich momentan halt anbiete. Ja. Das sind richtige Glasfarben, ne? Das sind, sind Lacke, ja, die halt ineinander verlaufen. Bei Schwarz-Weiß ist klar, da nimmt man nur Schwarz. Ja. Aber ansonsten halt selbstverständlich warme Farblacke. Ja. Das da unten sind praktisch auf Fliesen, oder? Das sind 30x30 Malgründe, das ist Holz und da wird auch halt, einerseits arbeite ich da hinten mit Epoxidharz, das sind Künstlermischungen, wo halt das Harz mit einem Härter gemischt wird und da arbeite ich halt üblicherweise in Serien, die man halt versetzt aufhängen kann, ja, das ist auch sehr gefällig, schaut halt fein aus und das da vorne sind ebenfalls Lacke, ja. Aber wie gesagt, es schaut eher so fast wie Keramik aus. Ja. Nein, es härtet auch glänzend aus. Also insofern hat es eine gewisse Ähnlichkeit. Ja. Alles klar. Ja. Gut, wir sind da bei einem schönen Stand und wollen jetzt wissen, was das da ist. Also wir sehen, das sind Kunstwerke, aber um was es da genau geht. Das sind Resin-Kunstwerke. Resin ist Kunstharz, besteht aus einem Härter und eben Resin. Das wird zusammengemischt, sind zwei Komponenten. Und mit Farbe vermischt entstehen dann Werke wie diese. Das dürfte ziemlich widerstandsfähig auch sein. Ja, es härtet aus wie Glas. Ja. Wie lange braucht man so für so, wenn man das Objekt da oben anschaut, was ja ziemlich groß ist, wie lange braucht man für so etwas? Eigentlich dauert der Vorgang mit dem Resin nicht so lange. Das Aushärten dauert dann sehr lange, also 75 Stunden circa muss man dann warten und in der Waagrechte liegen lassen, bis sich das Resin aushärtet und bis es wirklich ganz hart ist, dass man es angreifen kann dann. Und die Farbe, muss man da bestimmte Farben nehmen? Ja, sind bestimmte Harzfarben, also Farben, die mit Harz vermischbar sind. Und gibt es in jedem Farbtönen. Es wird dann mit einem Heißluftföhn vermischt. Es ist eine schwierige Technik. Ich habe sehr lange dazu gebraucht, dass ich da wirklich drauf komme, wie es wirklich funktioniert und wie es geht. Ja. Thank you.
So, wir sind da in der Bücherei. Gehört aber auch zum Advent, wie man sieht. Ja. Was passiert da heute? Also wir haben draußen unser Adventstandl. Da verkaufen wir ein Buchpaket um 4 Euro. Das heißt, der Leser sucht sich ein Buch aus. Wir packen es in Geschenkpapier ein und haben dann noch eine Lesekids-Karte dabei. Und herinnen haben wir ganz normal Betrieb. Und da draußen ist ja ein Postkasten. Was hat der für Bedeutung? Da kommt morgen, das darf ich nicht laut sagen, aber morgen kommt das Engel vom Christkindl. Aha. Und dann dürfen die Kinder da eine Briefung schreiben? Der sitzt dann dort am Tisch und das ist dann wird ein Briefel geschrieben oder gezeichnet und dann wird es ins Postkastel geschmissen. Also wir werden es erst morgen verraten? Ja. Okay, dann sage ich schon Danke.